Hi und willkommen beim Tech Networks Educational. Heute geht es um das Thema Azure Site Recovery. Unternehmen, die mit sensiblen und enorm großen Datenmengen arbeiten, benötigen eine BCDR-Strategie. Dies ist eine Geschäftskontinuitäts- und Notfallwiederherstellungsstrategie, die dem Schutz der Daten dient und bei geplanten oder ungeplanten Ausfällen die vollständige Verfügbarkeit von Apps und Workloads gewährleistet. Für diese Strategie hat Microsoft Azure Site Recovery entwickelt. Beim Ausfall werden alle Daten von einem primären zu einem sekundären Standort repliziert. Man spricht dabei von einem Failover. Ist der primäre Standort wieder verfügbar, werden die Daten zurückübermittelt. Man spricht dann von einem Failback. Welche Features bietet Azure Site Recovery nun für Unternehmen? Replikation der Daten zu einem sekundären Standort, flexible Failover mit Keim- oder minimalem Datenverlust bei ungeplanten Ausfällen sowie angepasste Wiederherstellungspläne. Weitere Informationen zum Thema Backup in Microsoft Azure findet ihr auf unserer Website. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tech Networks Educational.